Einen wunderschönen zusammen. Jo, ein bisschen leise. Es ist wieder kurz nach 5. Und ja, ich ziehe gerade Daten noch von der Go 3 auf meinen Rechner. Liegen auf dem Rechner, bevor ich mich auf den Weg mache zur Arbeit. Und nach der Arbeit werde ich schauen, dass ich nochmal bei der Tierhandlung vorbeifahre. Ich brauche noch ein bisschen von diesem Schonfutter für Uwe, weil Uwe jetzt wieder angefangen hat, so ein bisschen rumzukürzeln. Und ja, deshalb gehen wir wieder auf das Schonfutter zurück. Und da haben wir aber nur noch eins von gehabt. Das habe ich jetzt verfüttert, das ging auch alles gut. Aber wie gesagt, heute Mittag sollte ich da dann nochmal welche holen. Das heißt, das steht an nach der Arbeit. Muss ich mal gucken, wie ich dann fahre. Aber eigentlich fahre ich denselben Weg, wie ich auch fahren würde, wenn ich heimfahre. Dürfte kein Problem sein. Gut, das steht an. Steht sonst noch was an? Boah, ich glaube. Nee, ich glaube nicht. Mal sehen, wie es vom Wetter und von Temperaturen ist. Also heute soll es nochmal schön sein. Wenn ich dabei jetzt nicht allzu viel Zeit verliere, dann werde ich heute aber an See fahren. Egal wie lustlos ich bin, weil blink, am See ist es halt durchaus viel, viel angenehmer als in der Bude. Es war gestern eine total doofe Aktion, aber gestern war ich echt nicht fähig. Ich konnte nur so, ich will nicht. Naja, deshalb wird da heute mehr passieren. Mehr Daten für die Go 3. Arbeitstag geschafft und jetzt beginnt das Abarbeiten meiner Liste. Ich werde jetzt erstmal zum Futterhaus fahren und werde das Nassfutter besorgen. Danach fahre ich noch bei Kaufland vorbei, werde da noch Trockenfutter holen. Und wenn ich das geholt habe, werde ich nach Hause fahren und dann schauen, dass der Staubsauger fährt. Den habe ich nämlich jetzt sicherheitshalber ausgeschaltet, dass er nicht automatisch fährt, damit der nicht aus Versehen durch eventuelle Kotze fährt. Ja, hoffen wir mal, dass wir das irgendwie alles relativ zeitnah auf die Kette kriegen, dass ich es tatsächlich noch schaffe an See, weil ich soll auch noch Abendessen machen, auch heute. Ja, im schlimmsten Fall schaffe ich das nicht, aber dann ist es halt so. Arbeiten und nach der Arbeit ist halt noch nicht Feierabend, ne? Das ist bei den meisten so. Nach der Arbeit geht es zu Hause weiter und bei mir halt jetzt eher auf Tour, weil ich halt so ein paar Sachen zu erledigen habe. Wollen wir sehen, okay. Zu Hause angekommen und ja, positiv. Ich habe nirgends Kotze oder sowas gefunden. Ja, geh rein, Keschi. Geh schön rein. Und
Ja, jetzt werde ich schnell eine Bohnensuppe ansetzen. Hat sich nämlich mein Sohn zum Essen gewünscht und da ich Essen machen soll, mache ich das. Und ja, wir haben es jetzt schon 4 Uhr. Das heißt, ich setze schon schnell die Bohnensuppe an, aber das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, als dass ich dann noch an See kann. Aber schauen wir mal. Vielleicht funktioniert das, wenn ich mich wirklich hart beeile jetzt. Deshalb Bohnensuppe! Das war jetzt wirklich Suppe machen im Schnellformat. Schnell alles angesetzt. Die muss noch köcheln, aber das mache ich nachher. Jetzt ziehe ich mir die Badehose an und dann geht's auf jeden Fall zum See. Einmal abkühlen muss drin sein. So, kurzes Schwimmerchen beendet. Ab nach Hause und dann gibt's Suppe. Wieder zu Hause. So. Und hier macht sich die Schauspielerin der Nation bereit für die Probe. Ich schwitze so. Es ist warm. Ja, vor allem im Schlafzimmer ist es warm. So langärmlich. Ich weiß noch nicht, ob ich das anziehen soll. Ich muss noch gucken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Mal schauen. Es gibt sicher Besseres als langärmlich jetzt bei der Hitze draußen rumzustehen. Jetzt auch nicht raus. Wie, du gehst nicht raus? Du ziehst es nur zum Spaß gerade an, oder was? Gucken, was ich anziehe. Ich habe gedacht, du probe. Ihr probt heute in den Klamotten. Nein, wir proben nicht in den Klamotten. Da schwitzt ihr davon ab. Richtig, richtig. Boah, Leute. Boah, lecker Suppe gegessen. Angie ist leider noch bei Probe, aber die isst die Suppe dann gleich, wenn sie kommt. Aber ich bin platt. Ich bin sowas von müde. Ich lag gerade auf der Couch und habe eine Folge King of Queens geguckt und habe mir gedacht so, oh, ich schlaf gleich ein. So übel. Naja, es ist halt, ne, wenn man irgendwie um 4 Uhr aufsteht und dann, ja, 20 nach 4, ne, wir wollen es nicht übertreiben, also 20 nach 4. Und dann arbeitet und dann heimkommt, beziehungsweise bevor man heimkommt, noch hierhin fährt und dahin fährt und dann das und das. Oh, es zehrt dann doch, ne? Und das mit dem Schwimmen wollte ich unbedingt, deshalb, das war wichtig. Naja, wie dem auch sei, wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Mal gucken, was ich dann morgen alles anstelle. Ich habe noch keine Ahnung. Bis dahin. Ciao.